Ey, weißt du, was mein Tag gemacht hat heute? Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch. Manuel könnte so eine Sache wahrscheinlich wirklich klären. Schick den dahin, der klärt die Sache. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ey, weißt du, was mein Tag gemacht hat heute? Ich schwöre dir, ich hab mir das, hast du einen krassen Hurricane mitgemacht? Nein, nee, so krass war der nicht. So krass war der nicht, aber das war halt krasser als jeder einzelnes Gewitter und ich habe schon heftige Gewitter, so leichte Hurricane-Vibes gab es auch mal in der Nähe von Hannover. Aber sowas habe ich noch nie gesehen, also sowas habe ich noch nie miterlebt. Ich habe in der Nacht auch richtig brutal Eierflattern gehabt, sage ich euch, wie es ist. Zum ersten Mal, dieses, du liegst in einem Zimmer, alles ist zu, Fenster sind zu, Türen sind zu, alles ist zu und du hast das Gefühl, du liegst mitten draußen einfach auf der Straße so. Weißt du, was ich meine? Ganz krasse Nummer. Ganz krasse Nummer. Ey, wisst ihr, was heute. Und das hat mich auf jeden Fall abgehärtet, weil ich gemerkt habe, okay, das kann man trotzdem überleben. Aber was ich am nächsten Tag dann gesehen habe, Mann, das ganze Dorf, also Tulum, das war komplett verwüstet. Kein Strom, kein Internet, kein nix. Alle Sachen sind eingefroren. Weißt du, wie ich meine so? Komplett alles eingefroren, sage ich. Alle Sachen sind aufgetaut. Ist krass, also. Ist auf jeden Fall nicht so wie nach einem Sturm hier, sondern du hast halt wirklich die richtigen verwüst die Vibes und dann hast du erstmal eine Woche keinen Strom so. Ist schon krass. Wie ist dein Schlafrhythmus momentan? Bro, mein Schlafrhythmus in Deutschland ist immer scheiße, sage ich dir ehrlich. Ich schlafe erst um 3, 4 Uhr ein und wach dann irgendwann um 10 oder so 11 auf so. In Mexiko drüben hatte ich einen brutalen Schlafrhythmus. Ich bin sehr früh müde geworden, so 8, 9 Uhr bin ich 10 Uhr ins Bett gegangen, 8 Uhr aufgestanden, 7, 8 Uhr aufgestanden, hab mein Yoga gemacht, hab mein Ding gemacht und so, ist viel geiler. Ich bin da so eingeschlafen und aufgestanden, wie es sich eigentlich für einen Menschen gehört. Wenn es dunkel wird, gehst du schlafen, wenn es hell wird, stehst du auf. Und das Gute war, dass ich, wenn ich tagsüber gestreamt habe, Richtung Abend, also so mittagsmäßig, dann war bei euch Abend so beste Zeit. Und wenn ich dann offline gegangen bin, war bei euch schon nachts und ich konnte dann den Abend noch genießen, so. Und ich sag dir ehrlich, das hat mir voll gut getan, diesen Druck. Also, ich weiß nicht. Ich stehe dann früh auf, dann mache ich die ganze Zeit mein Ding, Videos machen, Stream, dies, das, bla, 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 Stories und so, bla. Und wenn das alles vorbei ist, dann habe ich noch so voll paar Stunden für mich, ohne das, weiß ich nicht. Deutschland hat dann geschlafen. Weißt du, wie ich meine? Dann war ich Mexikaner. So. Hast du noch Kontakt zu Mitch eigentlich? Fragt der Timo. Ja, Bro. Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich mit allen noch Kontakt von drüben. Eigentlich habe ich mit allen noch Kontakt. Lebe jetzt, sagt, das habe ich auch. Das nennt man wohl am falschen Ort geboren. I like that, man. Du weißt schon, wie das läuft. Leon, wann kommt nächste Folge? Komm ins Café. Kommt. Kommt. Is on the way, Bro. So. Was heute mein Tag gemacht hat. Ich habe mich totgelacht, Digga. Ich habe mich einfach weggeschmissen. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch und in diesem Haus. Ha? Guck mal, Habibi. Mach zu. Guck mal, Baby. Mach zu, Digga. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich kann Bruder, nicht mehr. Ich schwör's an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Bruder. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch und in diesem Haus. Ha? Guck mal, Habibi. Guck mal, Baby. Mach zu, Mach zu. Bro, Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Bruder. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch und in diesem Haus. Ha? Guck mal, Habibi. Mach zu. Die halbe Welt kommt zur Besinnung, Sorry, Digga. Digga. Einmal muss doch. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch und in diesem Haus. Ha? Guck mal, Habibi. Mach zu. Guck mal, Die halbe Habibi. Welt kommt zur Besinnung. Guck mal, Habibi. Mach zu. Mach zu, Digga.
Voila, geil, ey, ich schwör's dir, ich hab mich so weggepisst, hab meinen ganzen Tag gemacht, ich schwör dir, ich hab mir das bestimmt 100 Mal reingezogen, ich schwör dir, Alter. Und immer bei diesem Mach zu, hab ich mich wirklich alleine zu Hause von Herzen einfach weggepisst. So. Guck mal, Habibi, Putin hört ganz konzentriert zu. Guck mal, Habibi, mach zu. Manuel könnte so eine Sache wahrscheinlich wirklich klären. Ich schwöre dir, der ist so eine krasse Persönlichkeit. Schick den dahin, der klärt die Sache. Guck das Ganze, es geht ein paar Sekunden weiter. Wo finde ich das, Bro? Hier, Bro. Geht noch ein bisschen länger, hat einer gesagt. Bruder. Das sind sogar zwei. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch und in diesem Haus. Okay. Ha? Guck mal, Habibi. Mach zu. Red das nicht noch einmal, sowas macht man nicht. Ei. Okay? Hast du schon mit Manuel drüber geredet? Du unbedingt was machen musst, was schon sinnlos ist, ne, dann red mit Manuel drüber, mach das nicht. Okay? Bruder. Bro! Diese Geräusch alleine ist legendär, Bruder. Bro! An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch. Und in diesem Haus. Ha? Guck mal, Habibi. Mach zu. Red das nicht noch einmal. Sowas macht man nicht. Ei. Okay? Hast du schon mit Manuel drüber geredet? Du einfach unbedingt was machen musst, was schon sinnlos ist, ne, dann red mit Manuel drüber. Mach das nicht. Okay? Bruder. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch. Ich kann nicht, Bro. Ich glaube, vielleicht von euch, ihr findet das nicht so krass lustig. Ich könnte durchdrehen. Ich könnte einfach durchdrehen. Ich halte mich brutal zurück. Normalerweise würde ich auf dem Boden liegen. Hätte ich das jetzt gerade zum ersten Mal gesehen, dann könntet ihr nichts mehr mit mir anfangen. Fuck, Alter. Eib. Mach zu. Verred mit Manuel, Bruder. Ey, das wird richtig durch die Decke. Also wenn das nicht, das hat doch schon auf TikTok hat das irgendwie schon 60.000 Likes gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Views oder so, aber das wird durch die Decke gehen. Manuel, bester Friedensrichter, ich schwöre dir. Geil. Oh Mann, Alter. Zu krass. Zu krass. Ich bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl Drip.